Yo, was geht ab, Digi? Ich hab da letztens so eine richtige Granate gesehen. Boah, man, fast verliebt, ey. Ist es Liebe oder was? Ich weiß nicht genau. Ich kann dir nur eins sagen, Mann, es kribbelt in meinem Bauch. Immer wenn ich dich seh und du vor mir stehst, ja, dann würde ich dir gern sagen, was in mir vor sich geht. Doch wieder mal zu spät, hab es wieder mal versaut, dir zu sagen, was ich fühle, einfach wieder nicht getraut. Hab zwar Angst davor, eine Abfuhr zu kassieren, so mit Angst davor, dich für immer zu verlieren. Deshalb warte ich weiter, bis der Moment kommt. Gleite langsam nach oben in Richtung Horizont, in der Hoffnung darauf, es kommt irgendwann mal Licht, welches mir Mut, Kraft und das Selbstvertrauen gibt, dir zu sagen, was ich fühle und wie sehr ich an dir häng. Doch mein Körper macht was anderes, als mein Kopf gerade denkt. Als mein Kopf gerade denkt. Du bist verliebt und es macht dich krank. Wenn du sie siehst, fängt der Virus an. Weil Medizin dir nicht helfen kann, machst du dich instinktiv zum Hampelmann. Hampelmann. Oh mein Gott, es hat dich erwischt. Dieser Virus ist gefährlich, er kommt aus dem Nichts. Doch während du sprichst, infizierst du dich. Du redest wirres Zeug und vergisst, wer du bist. Langsam spürst du, wie diese Krankheit in dir ausbricht. Guck doch, du schwitzt überdurchschnittlich viel und bist nicht mehr agil wie ein Fisch, den man an Land wirft. Atemnot klagt dich wie Dürre den Landwirt. Und verdammt, es wird immer schlimmer. Ein Quarantäneschild hängt an deinem Zimmer. Was ist hier los, Mann? Seit wann bist du eigentlich so krank? Und du erinnerst dich an diesen einen Moment. Der Virus ist da, seitdem du sie kennst. Du bist verliebt und es macht dich krank. Wenn du sie siehst, fängt der Virus an. Weil Medizin dir nicht helfen kann, machst du dich instinktiv zum Hampelmann. Ein komisches Gefühl, weil mein Magen verkrampft. Vielleicht ist das der Grund, warum ich nicht schlafen kann. Ich fühle mich krank, hab mich infiziert. Die Gedanken sind verwirrt, ich hab's realisiert. Es ist ein Virus, bekomme Panik und Angst. Bin fixiert auf diese Frau und komme nicht dagegen an. Und solange es hierfür kein Gegenmittel gibt, ist Abwarten immer noch die beste Therapie. Doch ich kann nicht länger warten, dieser Virus regt mich auf. Er ist wie ein Parasit und er gibt einfach nichts auf. Nein, er frisst sich immer weiter, nun vom Bauch bis Herz. Doch nicht wär lustig, wär's nur ein Scherz. Könnte ich drüber lachen, doch mein Hals tut weh. Immer wenn ich sie seh, denk ich, Herr Jemine, verdreht die Worte und fang das Stottern an. Merke dann, verdammt man, das ist gerade erst der Anfang. Du bist verliebt und es macht dich krank. Wenn du sie siehst, fängt der Virus an. Weil Medizin dir nicht helfen kann, instinktiv zum Hampelmann. Weil Medizin dir nicht helfen kann, machst du dich instinktiv zum Hampelmann.